Beispiel FB-Teamchef Franco Foda hofft auf eine erfolgreiche Nations League. Wir werden alles probieren, um Gruppenerster zu werden. Dann würden wir fix in die A-Liga aufsteigen, was image-technisch und finanziell für den ÖFB wichtig ist. Außerdem hätten wir bei Platz 1 auf jeden Fall noch neben der EM-Quali eine Möglichkeit, an der EM 2020 teilzunehmen, sagt der Deutsche im APA-Interview. In der Goalie-Frage will er sich nicht festlegen, alle meine Torleute haben mein Vertrauen. Bei der APA spricht Foda über den neuen Bewerb, die mangelnde Spielpraxis von Abwehrchef Sebastian Prödel und die 1er-Frage in der ÖFB-Auswahl, Frage, 10,5 Monate und 7 Testspiele nach ihrer Bestellung zum Teamchef steigt am 11. September mit dem Nations League-Auswärtsspiel gegen Bosnien-Herzegowina das erste Bewerbsmatch in ihrer Amtszeit. Wie groß ist die Vorfreude? Foda, für mich gibt es sowieso keine Testspiele, man muss immer performen. Es war wichtig, in den letzten Partien eine Euphorie zu erzeugen, und das ist uns gelungen, nicht nur weil wir gewonnen haben, sondern durch die Art und Weise, wie wir gewonnen haben. Aber bei einem Pflichtspiel ist bei Fans und Medien doch eine größere Spannung da. Frage, ist Bosnien der im Vergleich zu Nordirland schwierigere Gegner? Foda, beide Teams spielen unterschiedlich. Die Bosnier haben zum Beispiel mit Dzeko und Pjanic große individuelle Klasse und sind spielerisch extrem gut. Die Nordiren spielen mit viel Begeisterung und Leidenschaft, gehen intensiv auf die zweiten Bälle und haben in den letzten Qualis gezeigt, dass sie ein unangenehmer Gegner sein können. Frage, wie sieht die Zielsetzung für die Nations League aus? Foda, wir werden alles probieren, um Gruppenerster zu werden. Dann würden wir fix in die A-Liga aufsteigen, was image-technisch und finanziell für den ÖFB wichtig ist. Außerdem hätten wir bei Platz 1 auf jeden Fall noch neben der EM-Quali eine Möglichkeit, an der EM 2020 teilzunehmen. Es ist doch schön zu wissen, dass man nach der EM-Qualifikation noch eine zweite Chance hat. Frage, sind nach den vielen Testspielen alle Erkenntnisse gewonnen und die letzten Experimente beendet? Foda, wir haben ja noch einen Test gegen Schweden. Auf dieses Match können wir uns erst ab Dienstag richtig vorbereiten, weil viele Spieler noch am Sonntag bei ihren Clubs im Einsatz sind. Deswegen muss ich mit der Belastung aufpassen und es ist möglich, dass ich gegen Schweden schon zur Pause einige Wechsel vornehme. Auf jeden Fall haben wir einen klaren Plan und wissen, wie wir gegen Schweden und Bosnien spielen. Jeder sagt, ich soll mich auf eine Nummer 1 festlegen, aber letztlich braucht man nur sehen, wer in den letzten Partien gespielt hat. Heinz Lindner hat seine Sache gut gemacht. Ich muss mich jetzt nicht positionieren. Alle meine Torleute haben mein Vertrauen. Foda über die Tormann-Frage. Frage ist eine Erkenntnis aus den vergangenen Monaten, dass sich das ÖFB-Team derzeit mit einer Dreierkette am wohlsten fühlt. Foda, ich habe gesehen, dass die Mannschaft dieses System gut umsetzen kann. Viel hängt aber davon ab, welche Spieler man zur Verfügung hat, welchen Rhythmus diese Spieler haben und wie der Gegner spielt. Dadurch hat man als Trainer mehr Variationsmöglichkeiten, man ist schwerer ausrechenbar. Frage, ein Fixpunkt bei Ihnen, egal ob in einer Dreier- oder Viererkette, war bisher Sebastian Prödel, der aber in dieser Saison in der Liga noch nicht eingesetzt wurde. Wie schätzen Sie seine Situation ein? Foda, für diesen Lehrgang kann man es noch kompensieren, weil die Vorbereitung noch nicht so lange vorbei ist. Es ist aber schon so, dass man auf gewissen Positionen einen Rhythmus braucht. Gerade als Innenverteidiger oder Tormann muss man ein Spiel lesen und gewisse Situationen erkennen können. Aber Sebastian ist so ein erfahrener Spieler, dass er die mangelnde Spielpraxis gut kompensieren kann. Frage, im Gegensatz zu Prödel haben alle drei Team-Goalies genügend Einsatzzeit. Wer aus dem Trio Lindner, Strebinger, Stankovic wird die Nummer 1 sein?
Foda, jeder sagt, ich soll mich auf eine Nummer 1 festlegen, aber letztlich braucht man nur sehen, wer in den letzten Partien gespielt hat. Heinz Lindner hat seine Sache gut gemacht. Ich muss mich jetzt nicht positionieren. Alle meine Torleute haben mein Vertrauen. Frage, kann man davon ausgehen, dass derjenige Tormann, der gegen Schweden spielt, auch gegen Bosnien-Herzegowina spielt? Foda, ja, aber es ist durchaus möglich, dass zwei Tormänner gegen Schweden eingesetzt werden. Frage, und ist derjenige Goalie, der gegen Bosnien-Herzegowina spielt, zumindest für die Nations League gesetzt? Foda, das wird man sehen, Textquelle Urheberrecht APA Austria Fans mit Protest gegen ÖFB-Länderspiel zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.